Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Oh, ein meisterhafter Kapitän der Choruskoil-Gesellschaft. Ja, nee. Wir müssen uns jetzt überlegen, nachdem wir endlich den Seeker Slayer Survivor überlebt haben, welcher Fraktion wir uns anschließen wollen. Also, den Valianern nicht. Weil Castol ist ein Depp. Ganz ehrlich, kein Mumm, trifft falsche Entscheidungen. Und seine Stellvertreterin, die Gouverneurin, also die Regionalgouverneurin von Nekataka, die da das die Handelsgesellschaft vertreten sollte eigentlich. Keine Ahnung, wie das da genau abläuft, weil eigentlich sollte Castor da die Handelsgesellschaft vertreten. Egal. Ist auch zu ehrgeizig, um ehrlich wirklich immer zu sein. Das letzte Manöver, das ist die Königliche Todesfallgesellschaft. Ja. Hier steht auf jeden Fall, wenn ich meine Allianz mit der Gesellschaft besiege, gibt es vermutlich kein Zurück mehr. Steht aber hier nicht dabei beim Misstrauensvotum. Und hier Ehre unter Dieben. Das sind die Prinzipien. Ja, ich muss mal gucken, was die Huana noch zu sagen haben. Ja, Moral durch Silberflossen. Fahre ich richtig? Ja. Weil wir bewegen uns jetzt endlich langsam dem Ende zu. Wir haben so wirklich eigentlich alles an Nebenquests gemacht. Wir haben nur noch die Fraktionsquests offen. So, das heißt, wir gehen zur Schlangenkrone. Kahaga Palastdach. Und ja, jede Fraktion hat dann einen von unseren vier Fraktionsgefährten als empfohlenen Begleiter. Unsere drei Unabhängigen sind hier Idea, Anorf und Xoti. Palegina, Maya, Seraphin und Tekeo hängen an der jeweiligen Fraktion irgendwie fest. So, hier werde ich jetzt erst einmal das erste Mal diesen speziellen Speicherstand anlegen. LP, die Entscheidung. Ausrufezeichen? Fragezeichen? Machen, lassen wir es mal ohne. So. Und die Kasa hat ihre Meisterwasser vorbei bestellt. Ich würde mal behaupten, da bereitet sich gerade ein Krieg vor. Ja, Wache der Könige muss fächern. So, was hast du mir zu sagen, Onikasa? Every corner of the Deadfire babbles of the devastation from Magran's teeth. Jeder Winkel des Todesfeuers spricht von der Zerstörung von Magrans Zähnen. Das Stirnrunzel der Königin scheint wie festgefroren. And Aeothis marches on Ukaizo while I juggle armloads of enemies. This is no coincidence. Nagati is testing me, I say. Und Iotas marschiert auf Ukaizo zu, während ich mich hier mit unzähligen anderen Feinden herumschlagen muss. Das ist kein Zufall, es ist eine von den Gatis geschickte Prüfung. Davon bin ich überzeugt. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Glaubst du denn, du bist dieser Herausforderung gewachsen? Sag nichts. Nehmen wir mal die Eins. Spent any time in the dead fire at all, the myth of lost Ukaizo can be no mystery. Wenn du auch nur eine gewisse Zeit im Todesfall verbracht hast, musst du doch von der Legende des verlorenen Ukaizo gehört haben. Und Ikarus lehnt sich auf ihrem Thron vor.
Ja, die Karte von Motaro Okoshi scheint Ukai so wie den Mittelpunkt der Welt zu behandeln. Takeo glaubt, dass er in Gatis ursprünglich einen Pakt auf Ukaizo finden kann. Das Harappu-Epos hat Ukaizo romantisiert, aber auch spekuliert, dass es wieder gefunden würde. Ich weiß nicht viel darüber. Nehmen wir mal wirklich das mit Takeo. Meine Wasserformen würden ihm für ein solches Geschenk danken, sage ich. Und Ikasa nickt zu sich. Achte darauf, dass er uns das Mal seiner Mutter zurückbringt, wenn er es auf Ukaizo finden sollte. Es heißt, die Strände von Ukaizo erstreckten sich über unglaubliche Horizonte und seine Türme zierten das Licht ferner Sterne. Sie blitzelt in den Himmel hinauf und ihr Blick folgt einer unsichtbaren Form. Nachts kann ich sogar nicht. Sie wischt die Angelegenheit beiseite wie eine lästige Motte. Sprich weiter. Hast du von Ukaizo geträumt, Hoheit? Können wir jetzt endlich zur Sache kommen? Fragen wir sie mal nach Geträumen. Akira, seit ich ein Kind war, langsam stößt Onikasa die Luft durch die Nase aus. Do your dreams ever wake you in the dark of the night? To find yourself trembling and tangled in blankets soaked with sweat? Do you ever open your eyes, feeling both fearful and sick? Wirst du von deinen Träumen jetzt in der Nacht geweckt und findest dich dann zitternd und schweißgebadet in zerwühlten Laken wieder? Öffnest du jemals deine Augen voller Furcht und voller innerer Übelkeit? Blinzel verschreckt Ukaizo die Arme und blickt von Xoti zu dir. Curious company you keep, Watcher. Du erfreust dich merkwürdiger Gesellschaft, Wächter. No? Just me then? Nein, also nur ich. When I close my eyes, I stand before the gates of Ukaizo. There are always three. For what would there be three gates? Weil der König ein Prolet war? Prolet war das falsche, Bonzen war. Wenn ich die Augen schließe, stehe ich vor den Toren von Ukaizo. Es sind immer drei, weshalb sollten da drei Tore sein? Sie legt die Stirn in Falten und schüttelt den Kopf. Das ist eindeutig eine Frage, die sie sich schon selbst mehrfach gestellt hat. I do not say I am meant to go, but the gods. They want the Huana to return and reclaim what we lost. Ich will damit nicht sagen, es sei mir bestimmt zu gehen, aber die Götter, sie wollen, dass die Huana zurückkehren und sich wiederholen, was wir verloren haben. Da, wenn ich richtig verstanden habe, steht auf Ukaizo das Rad, das die Götter am Leben hält und das ganze Ding am Laufen hält. Wieso sollten also die Götter wollen, dass sich irgendjemand dem Rad nähert und es vielleicht kaputt macht, wie Eotas es vorhat? Ja, die Götter sind sich auf jeden Fall nicht zu fein dafür, sich ihre Lieblinge zu wählen. Sag nichts. For what do the tribes not fight each other? For what are we united if not to take back lost Ukaizo? Was ist denn für die Stämme wohl kein Grund, sich gegenseitig zu bekriegen? Und wenn es einen Grund gibt, dass wir uns vereinigen, dann doch wohl, den das verlorene Ukaizo zurückzugewinnen. Onikasa zeigt ihre Zähne. Es ist schwer zu sagen, ob sie lächelt oder eine Grimasse zieht. Under Wodika's gaze do we keep order. Atop Nagati's seas are we tested. From Okuhu's bowels do we carry wisdom back to the tribe. Unter Wodikas Blick sorgen wir für Ordnung. Auf Nagatis Meeren werden wir geprüft. Aus Rikuhus Eingeweiden bringen wir Weisheit zum Stamm zurück. Engati war Ondra. Voedika ist klar und Rikuhu war, glaube ich, Berat. The gods want this for us, I say. We have come this far to restore order and earn back our empire. Die Götter wollen das für uns, sage ich. Wir sind so weit gekommen, um die Ordnung wiederherzustellen und unser Reich zurückzuerobern. So, Watcher, do we unite and sail for Ukaizo? Nachtrag hinzugefügt. Also was ist, Wächter? Schließen wir zusammen und segeln nach Ukaizo. Und Onikasa rutscht auf ihrem Thron nach vorne und betrachtet dich aufmerksam, ohne zu blinzeln. Ja gut, was haben wir denn hier? Es wäre mir eine Ehre, auf der Suche nach Ukaizo unter deinem Banner zu segeln. Wenn du mir helfen kannst, zu Eotas zu gelangen, werde ich dir helfen, nach Ukaizo zu kommen. Die Huan haben Ukaizo schon einmal verloren. Ich bezweifle, dass Vailia den gleichen Fehler machen wird. Raotai hat einen gleichwertigen Anspruch auf Ukaizo. Es ist falsch, sie auszuschließen. Die Prinzipien müssen ihre Position im Todesfeuer festigen. Ukaizo sollte an sie gehen. Ich bin doch nicht bereit, mich daran zu beteiligen.
Ich frage mich, wir stehen nicht herum und verschwenden unsere Zeit. Die Königin kneift die Augen zusammen. Busy yourself making up your mind. I will make preparations to launch an advanced force. With or without you. Überlege es dich. Ich werde Vorbereitungen treffen, um einen Stoßtrupp loszuschicken. Mit oder ohne dich. Odekasa deutet auf die hinabführende Treppe. So, ein Nachtrag. Der aufkommende Sturm. Königin Osekasa hat Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt. Für sie zu arbeiten bedeutet, ich müsste Okaizo den Huana zurückgeben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, kann ich die noch abschließen? Also ja, ich kann erstmal den Save überspeichern, weil noch habe ich mich ja für niemanden entschieden. Oder nee, ich speichere lieber auf einem zweiten. Das ist das Schöne an Safe Games. Ich kann praktisch so viele haben, wie ich möchte. So viel, wie meine Festplatte halt hergibt. So, die Entscheidung 2. Ich finde es schade, dass es keine Schnellreise gibt. Ich kann zwar nur Orte anklicken hier, aber ich kann nicht hinreisen. Dafür muss ich wirklich auf die... Also die Gebietskarte. Über den Kompassmarker verlassen. So, das heißt, wir schnappen uns jetzt als nächstes Palegina. Oder der mal wieder. Wo bin ich gerade? Obergeschoss. Ich muss aber ins Untergeschoss. Das bringt mir sonst nichts. Palegina und der wieder endlich mal in meine Gruppe aufnehmen. Also in meine aktive Gruppe. Der ist mir nämlich 10-mal lieber als Konstantin für den Nahkampf. Hat uns der Prinz noch was zu sagen? For what do you seek the royal? Für nichts, gut. So, das heißt, wir können Schlangenkrone verlassen. Das heißt aber, ich werde auch gleichzeitig Seraphin mal kurz wegpacken und Maya reinholen. Für den Fall, dass wir die Nebenquests doch noch alle abschließen können und uns dann zum Ende hin für eine Fraktion entscheiden müssen. Wobei bei der Todesfeuergesellschaft halt wirklich steht, dass wenn ich mich ihnen anschließe, ich es mit allen anderen verscherze. Stand doch da, oder? Ja. Asanui Kao hat eine letzte Aufgabe für mich. Mhm.
Die Gruppe editieren. Konstantin raus. Xoti raus. Seraphin raus. Edea rein. Ach. Machen wir es mal so.